Was geht ab und willkommen auf der Max in Berlin. Heute fragen wir die Anime-Fans, steht ihr auf Männer, die Anime schauen? Hey, hey, können wir ein Foto machen? Wollt ihr Foto haben? Ja, ja, klar. Was geht, warum geht, ach so, soll ich von euch Foto machen? Ach so, okay. Sagt Oi Midori. Oi Midori. Yowie. Stehen Frauen auf Männer, die Anime schauen? Kommt auf den Mann an, mal, würde ich mal sagen. Wer jetzt so ein Schlauch einfach vor mir steht? Aber du bist nicht wieder 12 wie die eine vom letzten Video. I tried it, man. 12. Laber keinen Scheiß. Ich bin schon legal, alles gut. Oh. Stehst du auf Männer, die Anime schauen? Schon. Ja. Also gleich Interesse. Also ich habe erst meine Erstimpfung gehabt, meine zweite Impfung fehlt so, noch. Ich meine, wenn du Zeit hast nachher. Oh, na, also ich gehe zurück ins Studio. Wir haben kein Studio, aber ich gehe zurück ins Studio. Ich habe wegen dir angefangen, YouTube zu machen, Kuno. Warum? Weil du bist einfach eine Inspiration, weißt du? Bro, wer hat dich gebrochen? Anime-Messe, Junge, guck dir mal an, die alle da drin sind gebrochen. Ist deine Schwester? Okay, pass auf, ich weiß, Inzest ist so ein Ding in Anime, weißt du? Ich meine, für die Kamera kann ich sagen, oder? Ja, ja. Nein. Also Kiss X Sis. Sei ehrlich, okay, das ist ein bisschen unnötig, die Frage zu stellen bei diesem T-Shirt. Aber stehen Frauen auf Männer, die Anime schauen? Definitiv. Was daran so sexy an Männern, die. Ich meine, die duschen sich selten einmal die Woche. Was daran so sexy? Ja, dachte ich auch, dass sich alle irgendwie. Dass alle richtige Nerds sind und. Und der perfekte Auftritt. Dennis, komm ins Bild! Dennis, das ist dein Auftritt! Es gibt natürlich auch solche. Dennis! 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 Solche! Sie sagt solche! Sei einfach ehrlich. Kagome oder Rias Gremory? Komm jetzt. Kagome oder Estef aus Akame ga Kagome. Alright, oh, du machst es mir heute nicht einfach. Kagome oder diese eine Süße von Noragami. Heißt sie Miyori, glaube ich? Miyori. Kagome. Guck mal, deswegen friendzone ich Kagome. Du bist zu krass auf die drauf. Aber am Ende habe ich sie doch. Bro. Bro. Jo. Hi. Bro, du könntest mich einfach entführen und ich könnte nicht mal sagen nein. Ja, clap. Oi! Oh yeah? Stehen Frauen auf Männer, die Anime schauen? Natürlich. Eindeutig. Warum? Corona! Junge, warum? Guck mal, erst wenn sie wieder kennt, gibt sie mir Respekt. Davon bin ich wirklich nicht mit mir Ausländer. Was zum Teufel ist das? Ich dachte, du hast Chainsaw Man gesehen. Ja, aber ist das nicht trotzdem irgendwie so ein bisschen komisch auf so einer Messe? Findest du? Irgendwie finde ich cool irgendwie. Irgendwie, dass du das machst, das irgendwie kann ich auch. Stehen Frauen auf Männer, die Anime schauen? Das ist die Frage. Nochmal was? Frauen stehen auf Frauen. Willkommen auf Kurono, dem Yuri-Kanal. Das Ding ist, ich habe so viele Fragen und es gibt nur eine Antwort. Ja. Schande. Du bist Schande. Ich schwöre, wenn ich in so einem Auto sitzen würde, ich würde einfach zusammengeschlagen werden, wenn ich aussteige beim Rewe. Einfach zusammengeschlagen. Also ist nicht so, dass ich auch nicht so zusammengeschlagen werde, aber da doppelt. Stehen Frauen auf Männer, die Anime schauen? Ja, natürlich. Aber warum? Warum sagt das jeder? Wenn man als Frau selber Animes schaut, dann ist es doch cool, wenn der Partner das auch tut. Aber sagt man nicht, Gegensätze ziehen sich an? Dieser Gegensatz, ich suche doch jemanden, der Schach spielt. Als Achtjähriger war ich Sachsenmeister. Was gibst du mir 1 bis 10? 3 von 10. 100! Was? 120! Okay, Bro. 150! 150 von? Raffi! Ich hab 170! 170 hat er. Bro, übertreib mich, bei Gott, ich hab kein Geld mehr, Mann! 180! Ah, du Bastard! Nimm es halt! Wow. Bevor wir weitermachen mit der Craziness, ein kurzer Shoutout an den heutigen Sponsor des Videos. Wir Anime-Fans lieben es, Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Dafür sind wir überhaupt auf Conventions. Schub ist da, um das Geld für uns wie ein Bruder wieder aufzufangen und unsere Stirn zu küssen. Mit Schub könnt ihr nämlich beim Online-Einkauf bares Geld zurückbekommen. Einfach, kostenlos und schnell. Ganz egal, ob ihr euch Anime über Mediamarkt kauft oder eure Lieblingsrahmennudeln über Lieferando. Registriert euch kostenlos, kauft geschmeidig ein und Cashback! Erinnert ihr euch noch an den einen Tag, als ich in diesem Anime-Laden gearbeitet habe? Ja. Sogar Manga-Mafia ist bei Schub am Start. Heißt, ihr könnt auch auf eure Anime-Figurenkäufe und alles andere cashbacken. Macht es euch richtig einfach und installiert den Cashback-Assistenten, um nie wieder Cashback zu verpassen. Nicht nur ist Schub mit über 1,7 Millionen Nutzern und über 2000 Partnern führender Cashback-Anbieter, sondern ist für euch alles daran kostenlos, einfach zu bedienen und geschenktes Geld. Schub finanziert sich nämlich damit, einen kleinen Teil der Vermittlungsprovision
zum Behalten. Klingt fair? Und jetzt das Highlight. Nur mit dem Link ganz oben in der Beschreibung erhaltet ihr 10 Euro extra Cashback bei Registrierung auf den ersten Einkauf über Schub. Dank mir später und damit viel Spaß mit Schub. Hast du Digimon geguckt? Ja. Du siehst ein bisschen aus wie die Digitation von mir irgendwie. So, Kuro digitiert zu, etwas größerer Kuro. Die dritte Digitation, die will sie gar nicht ersehen, wenn du am Schießen, was ich meine. Wir halten uns an die Pfeile. Ich hoffe das für euch. Ja? Ja. Sonst was. Wirst du schon sehen? Oh, shit, Junge. Frage ist ein bisschen weird, aber stehen Frauen auf Männer, die Anime schauen oder was auch immer ihr seid? Ja. Und was, Mist, ich hab jetzt eine Schüsse irgendwie. Also. Warte kurz, muss ich so machen? In welches Loch? Oh, die Frage war nicht real. Meine Tochter haben, die ist krank und da kann heute leider nicht hier ich sein. Dachte schon, ich dachte schon, du willst ein Bild haben. Ich schwöre gerade, ich war zum ersten Mal gerührt. Nehme ich auch. Echt? Okay, lass mitmachen. Tun wir so, als würden wir es. Ja, okay. So, ne? ABK wäre stolz. Stehen Frauen auf Männer, die gerne mit ihren Zehennägeln spielen? Nein. Warte mal, sorry, da kam mir gerade ein anderer Gedanke rein, als ich angeschaut habe. Ey, du stirbst doch. Ja. Du bist doch von Wings. Du bist leider von Wings. Du bist zwar kein Anime, aber ich hab dich geliebt. Ancient X, magische Kräfte, ich glaub an den Zauber. Junge, wenn der Son Goku nicht alle Bitches klärt, Bro, sehr ehrlich, wie viele Nummern hast du heute klargemacht? Keine. Der Tag ist jung, hast du eh gerade angefangen. Ja, aber ich bin schon vergeben. Diese Haare, dieser Glanz, diese Ästhetik, bei Gott. Drei Wettertaft. Welcher Anime ist dein Lieblingsanime? Dragon Ball. Sebastian! Oh, echt? Das war demütig. Leute, ich spreche damit, weißt du, so eine Hauptrolle. Ich habe da zwei Sätze in dem Kino, okay? Ja, genau so. Weiter. Genau so ist gut, Amelia. Oh, du bist so ein gutes Mädchen. Also ganz neu am Start haben wir die Goblin Slayer Komplettbox. Alle 12 Folgen. Lies mal vor, worum es geht. Süße Girls, heiße Action, keine Hosen. Willkommen auf meinem Kanal. Du bist alles, was ich jemals gesucht habe. Weißt du das? Nein. Jetzt weißt du's. Ich zeig mal ganz kurz, was du geholt hast. Ich schaue gerade zum 42.000. Mal Death Note nach. Und Light, du bist mein Held. Wen hast du geholt? Dreh um. Hey Light, willst du einen Apfel haben? Was macht Death Note so zum besonderen Anime? Einfach Kanake-Ken. Kanake-Ken aus FFM. Kanake-Ken aus FFM. Kanake-Ken aus FFM. Wieso stehen hier alle Frauen auf Männer, die Anime schauen? Ja, es liegt vermutlich einfach am unendlichen Sex-Appeal, weißt du? Ja, okay. Ja, das. Pass auf, gib mir deinen besten Überraschungssoundeffekt von der Anime-Figur. Noch besser, gib mir den besten. Du wirst komplett überrascht. Neue Staffel Euphoria kommt raus. Ja, eine neue Staffel Euphoria kommt raus. Das wird mich mega freuen. Euphoria ist super. Also ich habe noch, gib mir, ich werde es nicht. Akatsuki wurde auf einmal zu Tupac-Fan, Junge. Was passiert? Akatsuki wurde auf einmal zu Tupac-Fan. Westside. An dein Maul, Westside, Junge. Box den kaputt, Westside. Meine beste Freundin liebt dich, aber sie ist minderjährig, leider. Warum bin ich hier? Ihr wollt, dass ich ins Gefängnis komme? Ich komme nicht mehr in den Knast. Ich komme nie wieder in den Knast. Freunde, das war's von uns mit dem Video. Ich habe ein bisschen Angst vor meinem Leben. Und ja, in dem Sinne hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Passt euren Ochin-Chin auf. Bis dann und... Ja, Mama, bitte hilf mir. Oh, was denn, Pai, wo bist du? Ey, nicer Ass, Mann. Übelst nicer Ass. Hol die. Ah, scheiße, Mann. Magie.